Willkommen zu einer neuen Folge Kümers Wolliger Monat. Ich kann nur sagen, im Juni wird es sehr tücherlastig und es gibt eher weniger Amigurumis. Das sei schon mal vorab gesagt. Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut und jetzt viel Spaß und los geht's. Auch im Juni habe ich wieder ein neues Stück meiner 50x50 cm Decke gemacht und habe natürlich auch eine Musteranleitung dazu gemacht für dieses Treppenmuster. Das ist ein Afghan-Muster und das ist einfach nur wunderschön. Alle Anleitungen sind wie immer hier unten in der Infobox für euch verlinkt oder auf kümertutorials.de. Des Weiteren habe ich euch wie immer den Beitrag unten auch verlinkt, wie ihr zu den ganzen Musterstücken kommt, die ich jetzt schon gehäkelt habe, von den insgesamt 16 Mustern. Letzten Monat habe ich auch wieder gefärbt und zwar hier meine Boschi Lieblingsfarben und zwar sind das Naturfarben und daraus habe ich hier diese 6 Stränge gefärbt. Und wenn ihr euch das Video angucken wollt, einfach unten in die Infobox klicken. Jetzt geht es weiter mit dem Magic Wave Tuch. Das ist ein 2,50 Meter Schultertuch, also ein wirklich sehr großes Tuch, was mich natürlich an Sonne, Strand und Meer erinnert hat. Deswegen habe ich gedacht, das passt ganz gut zur Jahreszeit. Ja, wie gesagt, es hat eine Spannweite von 2,50 Meter. Ich blende euch jetzt hier unten nochmal ein Bild ein, wie das aussieht, wenn es ausgebreitet ist. Und dazu habe ich 2 Farbverlaufsbobbeln derselben Art verwendet. Und habe die einfach von innen und die andere von außen angefangen. Und daraus ist dieses schöne Tuch entstanden, was ihr natürlich als Video und schriftliche Anleitung auf meinem Kanal findet. Weiter geht es mit einem Halstuch. Und zwar ist das hier aus verschiedenen Clustern gehäkelt. Einmal das Grunddreieck und dann nochmal als Umrandung hier die letzte Farbe. Und dasselbe habe ich auch nochmal mit einem zweiten Farbton gemacht. Und ja, ihr seht ja, es entsteht ein wunderschönes Muster mit einem super schönen Farbverlauf. Und das ist einfach ein richtig schönes Tuch. Und Anleitung dazu wie immer auf meinem Kanal und natürlich unten in der Infobox verlinkt. Letztes Jahr um die Zeit gab es einen Knit-Along von der Kerstin von Landherzen. Und sie hat dieses wunderschöne Sommerbrise-Tuch entworfen, was natürlich auch von Schachmeier unterstützt wurde, weil man dazu die Catania verhäkelt hat. Ich habe das Ganze in der Catania Klemmer gehäkelt und meine allererste Strickanleitung dazu auf meinem Kanal entworfen. Die schriftliche Anleitung findet ihr auf landherzen.de, natürlich auch in der Infobox verlinkt. Ein wunderschönes Tuch und natürlich mit meinem Lieblingsgarn, mit der Catania Klemmer. Zum Schluss habe ich noch diese kleinen Schlüsselanhänger. Diese kleinen Geldbörsen könnt ihr natürlich auch auf meinem Kanal finden oder als schriftliche Anleitung. Das Schöne ist, ihr könnt einen Einkaufschip da reinmachen, ihr könnt natürlich auch Kleingeld reintun oder einfach euren Schlüssel und das Ganze natürlich auch an euren Schlüsselanhänger machen. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Es ist wirklich ein sehr kurzes Video, weil wirklich, also Mai, Juni, Juli, August sind bei mir kurze Monate. Da passiert nicht ganz so viel, weil ich wieder in der Planung bin für Herbst und Winter. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und würde mich ein Like, ein Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Vielen Dank auch nochmal an die Leute, die mich bei Instagram verfolgen. Hier oben rechts findet ihr meinen Instagram-Kanal. Dort wird es in Zukunft eine Verlosung noch geben für meine 10.000 Follower. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin super glücklich und freue mich sehr, dass ihr oder der eine oder andere da dabei ist. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Monat Juli und seid schön fleißig.